Sie sind hier, 22. August 2018, 22:21 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Alexander Pettersson muss mit den Rhein-Neckar-Löwen reisen, Urheberrecht Getty Images, im Achtelfinale des DHB-Pokals reist Titelverteidiger Rhein-Neckar-Löwen zum Bergischen HC. Flensburg-Handewitt wird erwartet den SC Magdeburg. Titelverteidiger Rhein-Neckar-Löwen geht im Achtelfinale des deutschen Handballpokals den weiteren Top-Favoriten aus dem Weg. Die Mannschaft von Trainer Nikolai Jakobsen trifft in der Runde der letzten 16 auf den Bergischen HC, der er als Erstliga-Aufsteiger automatisch Heimrecht genießt. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Anschluss an den Supercup-Sieg der Löwen gegen Meister SG Flensburg-Handewitt 33:26 in Düsseldorf. Wir haben vor jedem Gegner Respekt, aber im Zweifel haben wir da ein gutes Los gezogen. Keine Frage, sagte Oliver Rogisch, sportlicher Leiter der Löwen, bei Sky. Die Flensburger empfangen mit dem SC Magdeburg einen unangenehmen Gegner, Rekordpokalsieger THW Kiel bekommt es mit DHFK Leipzig zu tun. Die DJK Rimpa-Wölfe spielen als einziger verbliebener Zweitligist im Wettbewerb gegen den HC Erlangen. Füchse Berlin spielen auswärts, vor Jahresfinalist TSV Hannover Burgdorf empfängt zudem den TBV Lemgo, der VfL Gummersbach misst sich mit Frisch auf Göppingen. Die HSG Wetzlar hat die MT Melsungen zu Gast, die Füchse Berlin reisen zu GWD Minden. Ausgespielt wird das Achtelfinale am 16. 17. Oktober. Großes Ziel der Teams ist das Finalfour in Hamburg am 6. und 7. April 2019. Die Spiele im Überblick. Punkt. VfL Gummersbach, Frisch auf Göppingen, TSV Hannover Burgdorf, TBV Lemgo Grimpa Wölfe, HC Erlangen, HSG Wetzlar, MT Melsungen Bergischer HC, Rhein-Neckar Löwen, TSV GWD Minden, Füchse Berlinsk Flensburg Handewitt, SC Magdeburg, THW Kiel, SC DHFK Leipzig von Sportinformationsdienst.